Hier! Zu mir! Halten Sie, meine Tochter hängt da vorne fest! Schneller! Meine Tochter hängt da vorne fest! So, ja, erzähl uns mal, was ist passiert? Sie ist da irgendwie zusammengebrochen und ist dann unglücklich da mit der Hand zwischen Fahrrad und Ständer. Kommt die Kiste nicht mehr rauf, sie liegt da schon sehr lange da. So, wie heißt Ihre Tochter denn? Olivia. Olivia. So, können Sie einmal einen Schritt zurückgehen, damit wir beiden hier dran kommen? So, hallo, erstmal ein Stückchen zu. Wir kümmern uns jetzt. Hallo, Olivia. Okay. Hallo, ich bin Ellen Hammel, die Mutter von Olivia. Uwe Hammel, bin der Vater. Und das ist meine Tochter, Mia. Okay. Ja. Hi. Und sie ist da eingeklemmt, sie müssen irgendwas tun, dass sie rauskommt. Ja, okay, wie ist Olivia. Das passiert? Also, um ganz ehrlich zu sein, kommen Sie mal ein bisschen zu mir, kommen. Ich will Ihnen. Ja. Also, ja, ne? Meine Tochter, die ist erst vorgestern aus der Reha wiedergekommen und sie war halt magersüchtig. Und ich mache mir solche Sorgen, dass sie heute wieder nichts gegessen hat. Und sie müssen ihr helfen, dass sie. Ich habe halt Angst, dass sie wieder da zurück. Ich mein, wie kommt sie dann jetzt da rein? Ich weiß nicht, ob sie vielleicht irgendwie Mama, zu schwach war oder. Olivia, ich mache mir einfach nur Sorgen, Schatz. Ich bin einfach hier hingefallen. Ja, aber wahrscheinlich, weil du zu schwach warst, Nein. weil du wieder nichts gegessen hast. Meine Tochter Olivia, die ist jetzt erst aus der Reha wiedergekommen. Wir haben wirklich ganz schwere Jahre hinter uns. Und jetzt haben wir uns so gefreut. Und sie hat heute vorgeschlagen, ins Schwimmbad zu gehen. Das wäre früher gar nicht denkbar gewesen. Und deshalb dachte ich, jetzt läuft es. Und dann ist alles anders gekommen. Ein Albtraum, dieser Ausflug. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Was war da jetzt mit Ihrer Tochter? Also, sie hat schon seit ein paar Jahren immer angefangen, dass sie weniger isst und alles. Und das ist so drastisch hinterher geworden, dass sie wirklich mit Erbrechen und dann halt eben tatsächlich, wir sind zum Therapeuten und sie war in der Reha. Es ging jetzt aber nach der Behandlung wieder gut, also da war alles in Ordnung. Ja, der Arzt hat gesagt, ja, aber es ist natürlich immer bei mir und dass sie auch ihr Essen abgibt. Hat sie dir sonst Essen abgegeben wieder? Ja, ich habe nichts abgegeben. Ich habe auch nichts von ihr angenommen. Warum sollte sie mir auch was anbieten? Na, gestern Abend hat sie auch wieder nicht aufgegessen, ne? Guck mal, wenn ihr auch jetzt gleich frei ist, können wir dann langsam nach Hause gehen, weil mir ist irgendwie ein bisschen übel und mir geht's auch nicht so gut. Und wie kommst du darauf? Wir müssen jetzt erstmal bitte uns um Olivia aber kümmern. Wenn du frei ist, dann ja, aber jetzt ist erstmal Olivia dran. Das ist jetzt einfach wichtiger, Mia. Ja. Mia, bitte. Mia liebt ja ihre große Schwester sehr, aber sie hat es natürlich nicht leicht gehabt die ganze Zeit, da die ganze Aufmerksamkeit mehr bei Olivia war. Aber als jetzt Olivia in der Reha war, da habe ich natürlich alle Aufmerksamkeit Mia gegeben und die braucht sie auch gerade. Sie kommt ja gerade in die Pubertät und da ist es eh schon nicht so einfach alles. Geht es? Ich zieh von hinten. Genau, ne? Du ziehst. Hier kommt man dran vorbei. Das tut jetzt gerade ein bisschen weh. Ja, das glaube ich. Halte durch. Bewegt sich aber. Ja, versuch mal ein bisschen mitzuhelfen. Hier sieht es gut aus. Kommst du? Das versuchen wir. Warte, dann mache ich noch ein bisschen Staub. Ja, okay, und weiter. Hier am Handgelenk. Hast es gleich geschafft, mein Schatz. Und du bist gleich draußen. Okay, und jetzt vorsichtig raus. Genau. Hand gerade. Perfekt. Oh. Guckst du dir den Arm mal an? Kommst du gerade einmal ein kleines Stückchen mit aus der Ecke raus? Weil hier ist es ganz vorsichtig. Irgendwas zum Hinsetzen? Du kannst dich am besten mal hier irgendwo. Wollen wir eine Kühlbox? Kann man die nehmen? Wollen wir die Kühlbox nehmen? Kühlbox, ja. So, Philipp, nehmen wir mal hier die Kühlbox, oder? Ja, ich würde sagen, dass ihr den hinsetzt. Einfach mal. Würde ich sagen. Einfach mal erstmal draufsetzen. Und dann untersuchen wir sie erstmal ganz kurz, was denn da überhaupt Sache ist. So, okay. Tut Ihnen jetzt irgendwie was Spezielles noch weh? Also ein bisschen, aber es geht. Okay, also hier haben Sie ein ziemlich starkes Hämatom. Mhm. Die Finger können Sie aber bewegen. Ja. Wenn ich hier drauf drücke, dann spüren Sie? Ja. Okay. Hast du heute genug getrunken und gegessen? Ja. Ja? Mhm. Okay, und wie bist du dann da jetzt irgendwie rein? Also gekommen? Ich bin irgendwie gestolpert. Okay. Und dann da so reingefallen. Ich gehe da kurz auf die Toilette, danach können wir doch auch gehen. Ja, ja. Aber komm gleich wieder zurück, ja? Ja. Wo geht's hin, auf Klo oder so? Ja, Toilette. Okay. Für mich war relativ schnell klar, dass vielleicht einfach mal der Kreislauf mal sich kurz verabschiedet hat. Ich meine, die Familie war gerade am See, ein langer, warmer Tag, nicht viel im Schatten gewesen, vielleicht auch zu wenig Wasser getrunken. Das heißt nicht sofort, dass es vielleicht die Magersucht ist, sondern im Endeffekt nur der Kreislauf sich mal kurz verabschiedet hat und dann mit einem Sonnenstich natürlich erstmal in den Schatten gehen und da ein bisschen schonen. Thomas Schmidt rekonstruiert mit seinen Kollegen und Olivia, wie es zu deren Unfall gekommen ist. Noch ahnen die Spezialisten nicht, dass der nächste Einsatz unmittelbar bevorsteht und die Feuerwehrleute dringend gebraucht werden.
mit ins Krankenhaus müsste sie jetzt nicht unbedingt. Klar, wenn das jetzt, könnte man eventuell dann später mal im Krankenhaus abchecken, aber es ist jetzt erstmal nichts Akutes. Ich meine, Sie haben ja heute alle so einen langen Tag gehabt, ne? War sehr warm. Was ist denn? Aber ich bin wirklich auch jetzt langsam, wo Mia bleibt. Mir ist jetzt wichtig, dass auch Olivia schnell nach Hause kommt, ne, Schatz? Aber soll ich da vielleicht mal kurz mitgehen? Ja, ihr war ja gerade auch irgendwie nicht so. Du bleibst bei Olivia, ja, klar, und natürlich. Guckst, und wir beide. Ich wäre ganz nett, wenn sie mich begleiten würden. Ja, natürlich war vorhin die Aufmerksamkeit mehr bei Olivia, denn sie war halt ja in diesem Fahrradständer gefangen. Aber als Mia nicht mehr wiederkam, da habe ich mir wirklich echte Sorgen gemacht. Und ich habe sie ja auch echt forsch weggeschickt. Es tut mir schon sehr leid. Mia? Hallo? Mia? Mia, Mama ist hier. Was ist denn los? Hallo, Mia. Bist du da drin? Mia? Ja, die sitzt da. Versuch mal ganz ruhig zu atmen. Was hat sie denn gemacht? Ich weiß es nicht. Mia, ganz ruhig atmen, ja? Ganz langsam. Okay, ich guck mal die Kollegen. Es hört sich irgendwie nicht so gut an. Ich verstehe das gar nicht. RTW von Thomas, kommen. Ich bräuchte dich mal dringend mit der Feuerwehr einmal in der Dametoilette. Die Mia ist hier in der Kabine und atmet sehr schwer und wir kommen nicht an sie ran. Komm. Mia, Mama. Einfach den Weg entlang und bei der Dametoilette rechts kommen. So, ganz ruhig atmen, Mia. Die Kollegen kommen gleich. Wir versuchen einmal zu dir reinzukommen, ja? Ganz langsam atmen. Ganz langsam. Nicht so schnell, okay? Gut, wir müssen schauen, was sie da jetzt hat. Sie sagt, ihr geht's nicht gut den ganzen Tag, aber sie wollte dann doch mitschwimmen und ich weiß überhaupt nicht, weil das hat sie ja noch nie gehabt. Die ist ja auch gefetzt, also da kommen wir jetzt auch nicht wirklich dran, weil irgendwie, keine Ahnung, was jetzt hier getrieben wurde. Ihr Schatz, ganz ruhig atmen. Ganz langsam hier. Für uns war der Einsatz eigentlich fast schon zu Ende. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass die kleine Schwester, die gerade noch da war, nicht mehr von der Toilette wiedergekommen ist. Und sie hat sich auch schon gerade beschwert, gesagt, ihr ging es gerade nicht so gut. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir sind schon gerade vor Ort, dann kann ich ja noch mal ganz kurz mitgehen. Und im Endeffekt war das dann doch eine ganz gute Entscheidung. Okay, wir kommen auch nicht drüber, weil hier ist Gitter. Und ich habe nichts, um es hier aufzumachen. Das Ding hier ist auch im Arsch. Okay, das heißt, ihr müsst dringend Mia, kannst du mich hören? Kannst du mal gucken, wo die liegt? Ich hab schon gesehen, die sind mit dem Rücken hier an der Wand. An der Richtung. Dann ist egal. Habt ihr schon drüber geguckt? Warte, ich helfe dir. Ja, ich hab unten drunter durch. Ich drück mal ihn auf. Vorsicht, Mia! Halt uns jetzt, geht so, mal so, ganz ruhig atmen, Mia. Ganz ruhig, schau mal. Ich setze es hier mal eben drüber. Wollen wir sie erstmal rausholen? Ja, Moment. Bleiben Sie einmal da jetzt. Lassen Sie die Kollegen hier. Ganz ruhig atmen. Wollen wir dich einmal rauskriegen hier? Soll ich dir mal helfen? Kommen Sie mit mir auch einmal kurz vor die Tür. Ja. Dann haben die Kollegen Platz und können sich um ihre Tochter kümmern. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Sie kriegt schlecht. Bitte? Ja. Kann ich atmen? Am besten mal raus an die. Können Sie mal alle kurz ein bisschen da? Alle gemeinsam an die frische Luft? Gehen Sie mal raus. Der Verdacht hat sich bestätigt, wo die Tür offen war. Mia hatte ziemlich Atemnot gehabt, ziemlich schwer Luft bekommen. Und das hat nicht sofort mit den Symptomen von der Schwester zusammengepasst, die ja einen Sonnenstich hat. Das heißt, das wird es zumindest nicht alleine gewesen sein. Da ist erstmal wichtig, raus mit der Patientin. Da muss man erstmal einen frischen Luft bekommen, klaren Kopf. Deswegen erstmal raus, wo man Platz hat, und dann sofort behandeln. Du kriegst keine Luft, oder? Okay, pass auf, ganz ruhig. Ganz ruhig? Wir haben die Lage voll im Griff. Sie hat eine allergische Reaktion. Hat sie irgendwie Allergien auf irgendwas? Ja, sie hat eine Allergie mit Walnüssen und mit Nüssen. Aber das kann eigentlich nicht sein, denn es sei denn, Olivia, das ist das, was ich vorhin meinte. Du hast dir jetzt nicht das Essen bzw. dieses Walnussbrötchen von dir Dein gegeben. Dein Ernst, Mama? Ja, aber woher soll sie sonst was? Was soll ich gebe dir doch nicht mein Walnussbrötchen. Ich weiß doch, dass die eine Walnussallergie hat. Ja, aber um dein Essen manchmal loszuwerden, ich würdest du auch alles gegessen. Tun. Ich habe das selbst gegessen. Vertrau mir doch einmal. Aber Schatz, du weißt doch, sie kriegt doch dann wenn nur leichten Husten. Ja, also leicht starker allergischer Schock kriegt sie ist nicht. Ist das jetzt ernst? Meiner Schwester geht schlecht. Hört doch jetzt mal auf zu streiten. Es piekst mal ganz kurz am Oberschenkel. Es muss leider sein. Schau mich mal an. Versuch mal ganz ruhig zu atmen, ja? Ganz ruhig zu atmen. Der Kollege gibt jetzt noch ein Medikament. Okay. Schau mal hier. Guck mal hier. Das war's auch schon. Ja. Okay. Bei Allergien muss man wirklich aufpassen. Es kann sein, dass man die von Geburt an mitbekommen hat. Es kann aber auch sein, dass man die erst mit der Zeit bekommt. Und es kann sein, dass man da auf Lebensmittel reagiert, auf Stoffe, Materialien, auf verschiedenste Sachen. Und das kann vielleicht mal harmlos sein, mit einer Quaddelbildung, vielleicht mal ein bisschen Juckreiz. Kann aber auch wirklich zu akuten, kritischen Atemnot ausarten. Deswegen wäre es da nicht verkehrt, wenn man wirklich weiß, worauf reagiert man wie allergisch, um dann im Notfall wirklich gut und richtig handeln zu können. Geht's jetzt wieder so ein bisschen mit der Luft? Wird ein bisschen besser. Ja. Wird ein bisschen besser. Okay, sehr gut. Okay. Alles klar. So, ich muss mal kurz da sind wir doch schon mal auf dem richtigen Weg. Siehst du? Sehr schön. Gerade eben ging es noch gar nicht mit dem Antworten. Jetzt haben wir doch schon mal ein bisschen was von dir. Dir ging es ja gerade eben schon nicht so gut, ne? So ein bisschen unwohl.
Warte, ich mach das mal hier ab. Mia, guckst du mich mal an? Ich kenne dich doch. Irgendwas ist doch passiert. Ich kenne deinen Blick, Schatz. Also das Problem, was wir jetzt einfach gerade grundsätzlich haben, ist, wir sehen ja jetzt nicht, dass sie irgendwie was genommen, gegessen, nichts an der Haut hat. Aber es war jetzt gerade definitiv eine allergische Reaktion. Das interessiert mich gar nicht, dass ich das nur mit meiner Mutter reden würde. Nur mit der Mutti? Sind wir zu viel? Ich würde sagen, Thomas, ich nehme den Papi. Der Thomas bleibt noch bei dir. Wir gehen mal kurz ums Eck. Wenn was ist, rufst du einfach. Geht mal um die Seite. Ja. Ich bleib noch hier, aber keine Sorge, von mir bekommt keiner was gesagt, das darf ich auch nicht. Guck mal, das geht ja gerade von der Luft, ne? Dann setze ich dir das mal eben kurz ab. Heute Morgen habe ich halt jetzt erst meine Pistole bekommen. Ach, Schatz. Ein bisschen peinlich. Und deswegen wollte ich auch nicht ins Wasser gehen, weil ich halt nicht wusste, was ich machen soll. Und das war mir ein bisschen peinlich, dann das anzusprechen. Schatz, das hättest du ruhig machen können. Wirklich, ich bin deine Mama. Das hättest du mit mir reden können. Ich habe zu Hause, auch weil Olivia noch mit mir darüber geredet hat, wenn ich mir irgendwie mein Tabu bekomme, dann habe ich versucht, irgendwo Tampons oder irgendwas zu finden dafür. Ich habe nur in Olivias Zimmer irgendwas gefunden. Und dann ging es mir auf einmal ein bisschen übel und dann ging es wirklich gar nicht mehr. Dann, Wie kommt jetzt das so? Ich meine, da ist ja irgendeine Reaktion gerade da. Du hast ja eine allergische Reaktion auf irgendwas gehabt. Was hast du denn benutzt jetzt? Ich habe von unten was versucht zu benutzen. Dann bin ich vorhin auf Toilette gerannt, damit ich versucht habe, es wieder rauszuholen oder so. Mir, Schatz, aber was hast du denn benutzt? Hast du einen Tampon gefunden oder was hast du gefunden? Nein, ich habe überall noch irgendwas gesucht. Und ach, meinst du etwa, Olivia hat so eine Menstruationstasse? Hast du die benutzt? Ja, sowas da. Okay. Dann ging es irgendwie ein bisschen übel und dann wollte ich es wieder rausnehmen, aber dann hat es nicht funktioniert. Bin ich ein bisschen in Panik geraten. Oh, Schatz. Okay. Und die hast du heute das erste Mal benutzt und seitdem ist dann dir irgendwie so ein bisschen komisch gewesen, oder was? Ja. Und du wolltest jetzt gerade auf die Toilette, um die wieder rauszuholen, weil dir das... Ja, weil das irgendwie unangenehm war, das angefangen hat, auch zu jucken und weh zu tun. Okay. Und deswegen wollte ich auch das rausholen, aber dann hat es nicht funktioniert und... Dann müssen wir mal gucken. Diese Menstruationstassen, die sind ja so aus Latex, Gummi, was auch immer. Okay. Ich weiß ja nicht, ob deine, Allergie irgendwie bekannt ist gegen diese Latex-Geschichten. Also bekannt war bisher nichts, aber sie ist auch nicht in Verbindung irgendwie. Gut, hat das ja bisher noch nie benutzt, ne? Nein. Klar, logisch. Also pass auf, wir müssen das jetzt mal so machen. Das Problem ist, wenn du jetzt dagegen eine Allergie hast, dann müssen wir das auf jeden Fall entfernen. Deine Mutti ist da und ich würde mal vorschlagen, du gehst mal mit deiner Mutti noch mal kurz auf die Toilette und dann schaut ihr mal, dass ihr das Ganze entfernt bekommt. Weil wenn es wirklich davon kommt, dann sollst du gucken, dass du vielleicht welche bekommst ohne Latex, irgendwelche anderen Alternativen, beziehungsweise grundsätzlich, damit wir nicht noch mal so eine Reaktion haben, weil du hast jetzt noch mal Glück gehabt, weil so eine Atemnot kann noch mal ganz schön böse enden. In allererster Linie bin ich natürlich froh, dass heute mit meinen beiden Töchtern alles gut ist, aber die ganze Sache, die hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Zum Ersten, dass Olivia natürlich... ich wirklich mehr vertrauen muss und sie nicht immer da unter Druck setzen darf. Ich glaube, das Ganze wird sonst viel schlimmer. Und das Zweite, dass Mia einfach mit ihrem Problem wirklich zu mir kommen kann. Und ich glaube, ich muss da wirklich mehr auf sie eingehen. Denn jetzt ist eine schwere Zeit auch für Mia. Denn die Pubertät, die ist nicht einfach. Nach Entfernung der Menstruationstasse mit der Unterstützung einer Frauenärztin ging es Mia schnell wieder gut. Die 12-Jährige hatte tatsächlich allergisch auf das Latex reagiert. Die Schwestern wurden in der Klinik abschließend untersucht und konnten am selben Tag wieder nach Hause. Mama Elke und ihr Mann versuchen ab jetzt, ihren Kindern die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken.